Dann müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Sollte übrigens auch nicht mehr so dunkel werden, weil ich habe jetzt noch im Hintergrund Paint.net auf, sodass immer irgendwas Weißes im Hintergrund strahlt. Bam! So, da sind wir bei Minecraft Leben. Nein, nicht ganz so Hardcore und so wieder. So, da, ba, ba, da, bam, ba, rappa, da, peng. Und wir haben das letzte Mal Diamanten gefunden. Wo sind denn die? Da. 6 Stück. Und heute fangen wir mal damit an, dass wir die Kühe vermehren hier wieder. Weizen. Ist Tür zu. Auch ein bisschen mehr Weizen. Und hallo Leute und so, ne? Wen haben wir da? Lilly, Pinkes Pichu, Max und Sebi. So, bisschen was haben wir ja hier. Das können wir also alles hier wieder schön hinpflanzen. Und dann können wir ohne Weizen in der Hand hier reingehen und Q A mit QB und QC mit QD paaren lassen. Das nennt man dann irgendwie Inzucht, weil wir vorher nur 2 Kühe mal hatten. Oh. Ein Skeletto. Das Ding rennt weg. Eigentlich sind Skelette nicht so bekannt dafür, dass sie weglaufen. Aber okay. Wenn das meint wegzulaufen, dann läuft's weg. Was könnten wir denn heute machen? Ich habe nicht schon wieder Bock, Strip zu meinen. Deshalb machen wir erstmal das hier so ein bisschen Ordnung. Das und das und das und das und das. Zusammen mit dem bringen wir jetzt zusammen. Das nennt man Magic gleich hier. Guck, ziemlich Zauberei hier. So, Blöcke, so. Voll die Kunst. Eigentlich ja nicht so. So und so und so und so bei uns Schäfern ist das so, das wird nichts mehr. So, da haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Das passt da noch rein. Was haben wir hier noch so an Quatsch? Gold, okay. Zusammenzustecken bringt gerade nichts. Aber wir könnten das auch rüberpacken, dann haben wir das so ein bisschen zusammen. Daneben noch das. Hier unten so ein bisschen die Schwerter. Damit ich die schneller finde und die ganze Kohle, die ist ja auch so ein bisschen nervig. So. Da können wir das gleiche Spielchen nochmal machen. Kohleblöcke, Kohleblöcke, Kohleblöcke und Kohleblöcke und C Cleaner Update und Kohleblöcke. Okay.
Okay, Pichu, und Kohleblöcke. So, jetzt habe ich, glaube ich, tausendmal gesagt, dass ich daraus Kohleblöcke gemacht habe. So, können ja noch ein paar Fackeln hier mitnehmen. Was könnten wir denn so bauen? Am besten wäre das Feld irgendwie woanders hin und ein bisschen größer. Das sieht sonst so aus wie dahin geklatscht und nichts gekonnt. Das heißt, wir brauchen Erde. Erde haben wir ganz viel, und zwar noch in der Truhe. Das sollte also alles funktionieren. Ich mache erstmal die Erde hier vorne hin und kümmere mich da dann später daran, den Zaun nach vorne zu setzen und das Feld zu vergrößern. Blöd, wenn Q genau neben W liegt. Hat sich eigentlich die Tastatur, wer hat die Tastatur so komisch gebaut? Na, daran liegt es nicht. Man könnte ja auch die Tasten einfach umstellen. Aber dann werden die Wege wieder zu weit. Das sollte ich eigentlich nicht meckern. So. Sollte dir das lieber so machen und nicht anders. Oh. Oh. Machen wir auch hier ein bisschen. Damit es schöner aussieht, einfach nur. Die Fackeln kommen eh noch woanders hin. Die waren das letzte Mal ja auch einfach nur so hingeklatscht, weil damit es etwas heller ist. Zwecks Monster, aber ganz ehrlich, als wenn wir jetzt hier noch drauf gehen würden. Bis ich hier mal sterbe. Ha. Da sind schon alle andere dreimal gestorben. Ich überhaupt noch lebe, ist eigentlich ein Wunder, aber okay. Reicht das erstmal oder machen wir noch einen weiter? Komm, wir machen noch einen weiter. Wir brauchen ja viel Weizen. Viel Weizen. Viel. Schade, dass Flo nicht da ist, weil er hat heute Geburtstag. Da hätte man ihn gratulieren können. Deshalb steht es übrigens auch im Stream-Titel so. Ja. Ja, Hümpf? Geht es dahin überhaupt noch? Könnte eng werden. Aber was soll's? Probieren geht über Massa kreieren. So heißt es nicht, aber das ist egal. Haben wir nicht mehr? Wir haben gar nicht mal mehr. Ja, pff, egal. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar Zäune. Gehe ich mal so ein bisschen von aus. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, wir brauchen noch Zäune. Den Eingang, den baue ich dann, glaube ich, eher nach vorne. Irgendwo hier so. Oh. Hat keiner gesehen? War der Wind?
Damit habe ich nichts zu tun. Welcher Wind? So, habe ich wenigstens nicht nur Sticks, nein, ich habe auch noch Blöcke. Das wäre sonst ein bisschen blöd, weil man braucht ja auch noch die verdammten Blöcke, um Zäune zu craften. So, 9 Stück. Naja, toll. Gut, dass das jetzt hier wieder weggeht, ist klar, weil wir haben da jetzt hingepflanzt so schnell. Whoop. Und reicht genau um einen nicht. War so berechnet, dass es nicht geht. Mist. Dann müssen wir erstmal eine Runde schlafen. Sollte übrigens auch nicht mehr so dunkel werden, weil ich habe jetzt noch im Hintergrund Paint.net auf. Sodass immer irgendwas Weißes im Hintergrund strahlt. Auch schön, weil mein Desktop-Hintergrund ja so dunkel ist. Warum gehe ich hier runter? Ich wollte eigentlich Bäume fällen. Ich kann ja die Bäume hier mal aus dem Weg räumen. Ja, wieder schön die Axt an den Blättern versauen. So, wir haben Holzblöcke. Ich sollte gleich noch mal was essen. Also in-game. Weil das sieht ein bisschen schlimm aus hier. So, jetzt haben wir mindestens einen Zaun gecraftet. Jetzt können wir also hier das auch hinbauen. 14 Zäune sind übrig geblieben. Ja, wir hatten hier übrigens noch 4, aber das sage ich mal keinem. So. Okay. Da hinten ist was gewachsen, aber wir warten jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit. So lange. Was machen wir so lange? So lange erforschen wir diese Schlucht. Puppen, tot. Nein. Ich guck mal lieber, ob ich genug da habe. Ich brauche eine Spitzhacke. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Lava zu Obsidian. Ich brauchte gar nicht runter. Ich weiß nämlich wieder, was wir vorhatten. Dafür nehme ich die Eimer voller Milch und trinke die erstmal aus. Und nehme mir mit ein bisschen Wasser und einen Föhn. Nein. Ihr kennt doch bestimmt das schöne Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Bliblablub. Apropos bliblablub. Nehme mit einen Kompass, falls ich mich verlaufe. Dann lande ich irgendwo wieder da hinten, denn. Weil da ist nämlich das Spawn. Oder wie manche sagen würde, bring dich doch einfach um, dann landest du im Bett. Ja, schön wär's. Hardcore, so. Damit man es auch nochmal sieht. Ich lande denn irgendwo. Hier muss es ja gleich kommen. Hier. Immerhin habe ich vorgesorgt. Ja, und zwar. Ah, vorgesorgt. Ich habe zwar ein Crafting Table to go. Nur was das Problem ist, wenn es dunkel wird, kann ich nicht so einfach die Nacht überspringen. Das heißt, ich bräuchte noch ein Bett to go. Hatten ja hier noch irgendwo Wolle drin. 1, 2, 3. Und
Holz haben wir zu Zäunen gecraftet. Dammit. Ja. Ich bringe mich jetzt erstmal selber um, indem ich gegen den Baum springe. So, jetzt aber. Ja, erstmal Schwert kaputt gemacht. Aber wir haben hier noch jetzt das Eisenschwert. Und jetzt gehen wir mit dem bisschen Essen, was wir noch haben, los und suchen hier nach Lavaseen. Nehme aber meine Diamant, nehme noch eine Diamantspitzhacke mit. Und mache natürlich das Bett, was ich noch machen wollte. Hätte ich sonst auch unterwegs machen können. Werkbank to go, aber so ist es mir dann noch ein bisschen angenehmer. Halt so ein bisschen verpeilt. So. Ich nehme mir dann genug Obsidian mit, um einen Verzauberungstisch und ein Netherportal zu bauen. Das sollte ja wohl drinne sein. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, was wichtig sein könnte? Essen könnte knapp werden, aber da finden wir bestimmt noch Tiere. Das heißt, wir nehmen noch ein Feuerzeug mit. So. Und packen die überschüssige Erde hier rein. Und das Weizen. Und den Setzling. Und meinetwegen auch. Nein, den Rest lassen wir da. Man weiß ja nie, ob man vielleicht noch Cobblestone oder Sticks mal bräuchte. Nachher geht uns das Schwert aus und wir brauchen wenigstens irgendeinen Ersatz. Auch wenn es jetzt mal nur ein Holzschwert ist oder ein Steinschwert. Ist besser als nix. Da hinten ist zwar Lava, aber die fließt da so komisch. Ich guck lieber nach Lavaseen. Das zum Beispiel ist ein See, aber kein Lavasee, in den ich gerade gefallen bin. Das zählt also nicht. Wäre es ein Lavasee, wäre ich jetzt tot. Bei meinem Glück übrigens bei Lavaseen, da habe ich immer so das Problem, dass ich verbrenne nach einer Weile. Das heißt, weil ich so blöd bin, da richtig abzubauen, versuche ich das diesmal ein bisschen geschickter anzustellen. Oh, wir sind hier lang gelaufen. Hier ist zum Beispiel schon Lavasee. So, wem machen wir es am besten? Richtig, so. Dann stellen wir uns irgendwo hier hin und dann graben wir einfach. Als da nämlich jetzt unten Lava ist, dann wird es nämlich gleich geloschen. Naja, ihr wisst schon. Dann ist da keine Lava mehr. Was man dann natürlich auch noch machen muss, ist ab und zu mal nach oben gucken, ob es gerade dunkel wird. Aber sieht noch gut aus. Siehst du, deshalb ist das Wasser da. Zisch. Weil falls man da irgendwie mal reinfliegt, dann wird es auch gleich geloschen.
Ist das richtige Wort? Gelöscht. Menschenskinder. Deutsche Sprache heute wieder. Für ein Nethertor braucht man 10 mindestens. Für einen Zaubertisch braucht man 4. Das heißt, wir brauchen insgesamt 14. Na, wir haben ja schon die Hälfte. Siehst du, wir sind gut. Muss mich jetzt hier irgendwie mal so zwischenquetschen. Problem ist, ich werde in die andere Richtung weggespült. Heißt, ich muss mir hier kurz mal so ein Loch nach unten bauen.